Hey ihr Siths, ich bin der Gilb und wir sind hier bei KOTOR. Schön, dass ihr dabei seid. Ach, hört ihr diese Schreie im Hintergrund? Es ist einfach nur herrlich, diese Soundkulisse hier im Sith, in der Sith-Akademie, im Sith-Tempel. Ich sag gerne Sith, merkt man's. Ja. Ah, da hören wir sie wieder. Ja, wir haben hier eine Menge Quests. Und zwar sind wir auf Korriban, wie ihr mitbekommen habt letztes Mal. Und sollen uns jetzt hier einschleimen, um vielleicht in der Rangleiter, also in der Rangfolge so ein bisschen aufzusteigen. Ja, hier Korriban, du wurdest zusammen mit einigen anderen Anwärtern in der Sith-Akademie aufgenommen. Allerdings wird nur einer von euch eines Tages in den Status eines wahren Sith erhoben. Sammle also möglichst viel Ansehen, um Master Uta Vyn von deinen Qualitäten zu überzeugen. Unterhalte dich mit deiner Ausbilderin Yutura, haben wir schon, wenn du weitere Informationen brauchst. Die hat uns nämlich gesagt, wir sollen ihr helfen, Meister Uta Vyn umzubringen, dass sie zukünftig an der ersten Stelle steht. Ja, toll, ne? Und hier, Yutura Ban hat dich auserkoren, ihr zu helfen, Master Uta zu stürzen und die Akademie zu übernehmen. Das machen wir. Rebellische Sith, einige rebellische Sith-Studenten. Ja, nicht so interessant. Das machen wir später. Aber erstmal, Lasho braucht Hilfe. Ich glaube, ich habe sie gerade vorne stehen sehen. Yutura hat dir geraten, dich mit Lasho anzufreunden. Sie wird dein Angebot, ihr zu helfen, sicher gerne annehmen. Nimm auf Lasho keine Rücksicht. Immerhin geht es darum, Master Uta zu beeindrucken. Und das geht am besten durch Skrupellosigkeit. Da ist sie, Lasho, genau. Hallo, Lasho. Ich kenne euch von der Kolonie. Ihr seid ganz in Ordnung, aber ihr werdet nicht vor mir das Recht zur Ausbildung bekommen. Ach, halt die Schnauze. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Nee. Ihr wollt auch zu einer Sith werden? Na, habt ihr das auch schon herausgefunden? Und wie es der Zufall will, weiß ich einen todsicheren Weg, wie ich in unserem kleinen Wettbewerb an euch vorbeiziehen kann. Ihr habt nicht die geringste Chance. Oh, vielleicht können wir zusammenarbeiten. Kannst du mir erklären, was das soll? Mir helfen? Also ich weiß nicht. Ich könnte tatsächlich etwas Hilfe brauchen. Es wird nicht einfach sein, dieses Artefakt zu bekommen. Aber warum sollte ich ausgerechnet mit euch zusammenarbeiten? Weil ich der Beste bin? Ja. Ich wollte schon immer mit so einer schönen Frau zusammenarbeiten. Schmeicheleien, ja? Es müsste möglich sein, dass Master Uther uns beiden das Ansehen zuerkennt. Wir lägen weit vor den anderen, mit Sicherheit. Dummerweise liegt es in der Kehle einer Tukata-Mutter. Ich weiß zwar, wo wir sie treffen können, aber ich brauche eure Hilfe, um sie zu erledigen. Haltet ihr das für sinnvoll? Geht ins Tal, wenn ihr euch bereit fühlt. Ich stehe an den zentralen Säulen, nahe am nördlichen Ausgang. Mhm. Ja, was ist ein Holocron? Und warum sollte ich euch einfach so trauen? Und ich soll euch trauen? Ihr habt hier um Zusammenarbeit gebeten. Schon vergessen? Ihr beobachtet mich und ich beobachte euch. Ich traue euch keinen Deut mehr als ihr mir. Wenn euch das nicht passt, dann bleibt eben weg. Okay, man sieht sich dann dort. Denkt daran, die zentralen Säulen im Tal. Ich warte dort. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Aha. Ja, wie Jolie gleich wieder... Hey, klick da mal drauf jetzt. Wie Jolie gleich wieder sich da einmischt. Es geht denen doch nichts an. Ja, ich muss halt die drei ausschalten. Meine Widersacher. Oh oh. Ist das nicht der Spinner aus der Kolonie? Hallo, Spinner. Hm. Wollt ihr jetzt Ärger machen, oder was? Und mich mit dir duellieren? Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu kämpfen. Aber früher oder später treffen wir uns wieder. Und dann stelle ich dir mein Laserschwert vor. Ja, ja. Werde ich mal deinen Rucksack hier plündern? Nee. Ja, man merkt schon, das ist hier sehr, sehr heimelig von der Atmosphäre. Man fühlt sich sofort wohl, weil jeder dem anderen ans Leder will. Meckel hier aber nicht so rum, Meckel. Du hast dir ein schlechtes Jahr ausgesucht, ein Sith zu werden. In diesem Jahr bin ich dran. Es gibt nur einen pro Jahr? Egal, auf jeden Fall werde ich es schaffen. Du hast einen tollen Start hingelegt. Im Moment ist dein Ansehen so groß wie meines. Aber das wird sich ändern. Ja, wenn du meinst, wie wollt ihr Prestige erlangen? Meinst du, das verrate ich dir? Tropft mein Hirn etwa aus der Nase oder was? Das wäre eine lustige Vorstellung. Ihr könntet mir zumindest einen Tipp geben. Was soll schon passieren? Angeblich gibt es Pluspunkte bei Master Uther, wenn man irgendein Sith-Artefakt aus dem Tal holt. Ein Sith? Und das habt ihr rausgefunden, ja? Wenn du es schon wusstest, warum hast du dann noch nichts unternommen? Ja, das dachte ich mir. Ach, wart's nur ab. Ich werde alle Sith-Artefakte finden. Aber was ist eigentlich, wenn die Sith-Artefakte irgendwann wirklich alle leer sind? Was soll man dann Uther anschleppen, um ihn zu beeindrucken? Auch ein bisschen blöd, ne? Oh, was haben wir hier?
Nach Dreschte. Aha. Ja, das wird spaßig. Also, ich merke schon, Korriban wird so meine schlechteste Seite zutage fördern. Ach, guck mal, da warst auch noch einer, oder? Hallo. Ich wüsste nicht, euch hier schon mal gesehen zu haben. Mein Name ist Cal. Cal Elkven. Aha, stimmt etwas nicht? Ich? Oh, nichts. Na komm, seid ihr sicher? Ja. Mein Meister sagt immer, ich sei zu vertrauensselig, zu sehr bereit, Schwäche zu zeigen. Ihr seid ein Sith, also sollte ich eigentlich nicht. Ihr wisst schon. Ein Sith-Boy. Aber ich gehöre noch nicht zu den Sith. Ja, das weiß ich. Ich meine, ihr seid es noch nicht, aber wollt einer sein. Ihr seid wie alle anderen hier. Und ihr nicht? So habe ich das nicht gemeint. Ja, wie habt ihr es dann gemeint? Ich darf euch gar nicht vertrauen. Ich kann euch nicht vertrauen. Oder doch? Ja, natürlich könnt ihr das. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht hergehöre. Zu Beginn war das vielleicht noch so. Aber jetzt, ich habe Zweifel über Zweifel. Wie die ganze Zeit schreien im Hintergrund, das ist so herrlich. Ja, wenn es sich falsch anfühlt, dann gehört ihr vielleicht nicht hierher. Aber wo soll ich denn hingehen? Was kann ich tun? Oh, wie ich schon einen überführt habe. Habt ihr schon mal an die Jedi gedacht? Ich weiß nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht sollte ich es herausfinden. Es mal versuchen. Ich danke euch. Vielen Dank. Einfach mal so ein Sith konvertiert. Ja, warum nicht? Oh, Feldkiste. Ja. Ich meine, gut, dann haben wir jetzt halt einen Jedi quasi aus ihm gemacht. Denke ich doch. Hallo? Was ist das für eine Kiste, dass wir die nicht sofort aufkriegen? Oh. Sith. Jetzt fange ich auch schon so an. Sith. Präzisionsgewehr, Killerpistole. Und schwere Repartierblaster. Cool. Oh, ich mag mich, wie ich jetzt aussehe. Das sieht so abgespaced aus. Soll's ja auch. Was haben wir denn hier? Utawins Kammer. Aha. Kann ich die knacken vielleicht? Kein Problem! Ich bin hundertprozentig zu schlecht. Ja, natürlich. Und ich kann die Tür auch nicht aufschlagen, also. Soll ich vielleicht mit Mission nochmal herkommen? Kann ich hier überhaupt zu Ebenhawk? Nee, auch nicht. So, jetzt will ich aber mal wissen, wo die ganzen Leute hier gefoltert werden. Oh. Ja, Jolie will wieder was wissen. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Ihr habt mir doch nicht wirklich verraten, warum ihr euch dazu entschieden habt, mich zu begleiten. Ach, nicht? Ja, ihr wisst, dass ich euch nicht mitnehmen muss. Oder wollt ihr mir auch in Zukunft immer so ausweichend antworten? Wie bitte, ich? Du hast wohl noch nie eine Twi'lek-Tänzerin angefasst, nachdem du zu viel ondaranischen Willek-Sirup erwischt hattest, was? Was? Wie dem auch sei. Ich sagte bereits, warum ich hier weg will. Ich habe auf Kashyyyk alles gesehen. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Ja, ihr kommt mir da eigentlich recht glücklich vor. Ich lebe hier in einem Baumstumpf und du willst mir erzählen, dass ich glücklich bin? Ich habe mich schon über Besucher gefreut. Wie viele Bäume findest du interessant, bis du erkennst, dass sie dich langweilen? Ich wette, dass du es nicht länger als 15 Minuten in einem Raum aushältst und dann noch diese Biester in den Schatten landen. Nein. Ich brauche dringend Abwechslung. Ist das denn so schwer zu verstehen? Nee, ich schätze nicht. Und? War das so schwer? Ein alter Mann hat das Recht auf eine gewisse Verschrobenheit. Schön, dass du das einsiehst. Zugegeben, trotz aller Nachteile, ich mochte Kashyyyk. Aber als du aufgetaucht bist und ich erkannte, welche Zukunft du hast, musste ich mich einfach einmischen. Aha. Welches Interesse habt ihr an meiner Zukunft? Interesse? Also ehrlich gesagt, gar keines. Ich bin eher neugierig. Dein Schicksal ist ziemlich unklar. Ehrlich gesagt ist alles an dir seltsam. Als ob mir meine Augen einen Streich spielten. Irgendein düsteres Geheimnis umgibt dich. Aber, pah, mein Gewäsch interessiert dich ja doch nicht.
Vermutlich bist du es leid, dass dir altkluge Jedi kluge Tipps mit auf den Weg geben. Oh ja. Nein, was? Ihr kommt also mit, um mir eure Ratschläge nicht zu geben. Darf ich dich daran erinnern, dass du mir ein Loch in den Bauch gefragt hast? Als ob ein alter Mann nichts Besseres zu tun hätte. Ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen. Du erinnerst mich an Nomi. Und das will was heißen. Nomi? Wer ist Nomi? Nomi Sunrider. Sie kam erst spät mit der Macht in Berührung, genau wie du. Und sie war eine der größten Jedi aller Zeiten. Wir werden sehen, ob du denselben Pfad einschlägst. Wenn du hier aber noch länger mit einem alten Mann deine Zeit verschwendest, kommen wir nicht weiter. Ihr seht schon, der ist sehr... Naja, er weiß schon, dass die Zukunft für uns Großes bringt. Also, ihr begleitet mich also als eine Art Beobachter? Unsinn. Habe ich mich jemals geweigert, dir zu helfen? Wie verwirrt kann ein Mensch eigentlich sein? Ach, und noch was. Diese kleine Eskapade erinnert mich an meine Abenteuer vor dem Krieg. Ach, das waren wirklich aufregende Zeiten. Oder sagen wir, sie würde mich an die alten Zeiten erinnern, wenn wir hier nicht dumm rumstehen würden. Du bist zu jung für dieses Geschwätz. Boah, er ist halt echt ein Meckerzausel, oder? Die ganze Zeit nur am Beschweren und ist richtig ungehobelt, aber ich mag ihn irgendwie. Ach, so komisch er auch ist. Oh, ist hier nicht ein bisschen schwer, die Knarre, hä? Ah, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um, bevor wir da zurück nach Drashdale gehen, weil irgendwo muss es ja auch in das Tal gehen. Wie sie hier rumschreien immer noch. Ich bediene dich mal kurz, ihr macht mal weiter mit eurem Programm, ja? Hier noch was? Nö. Schade. Die Sith-Studenten. Echt mal. Huch. Oh. Und plötzlich einfach so greifen sie an. Ich darf das, ne? Nö, doch keiner was. Das ist witzig. So, da ist auch nichts. Nee. Soll ich mit denen reden, mit den Lehrern? Oh, der hat einen Namen, Tariga. Ernsthaft? Dass ich... Warum sprichst du Twi'lek? Wer seid ihr? Ja, ihr seid ein Mensch, aber ihr redet wie ein Twi'lek. Boragatong, Mulira Ashanturum, the Potata, Wangachun, Dise, Grutu Haga, Jijiwa, Watajuma, Wana, Wama, Huna, Take. Aha. Ja, ich geh da mal. Wunga, Kunbis, Dolbi, Kikuyana, Tong. Mitstudent, er ist doch ein Lehrer. Oh, warte, geht's ins Tal. Ich gehe erst noch mal kurz gucken, wo es hier noch hingeht. Also da unten nach Drashdale, ist klar. Aber werden dann hier die Leute gefoltert? Ich will mir das mal angucken jetzt. Wahrscheinlich mit Elektroschocks. Hört sich zumindest so ein bisschen fieser an. Ha. Ist ja nicht viel los hier, ne? Also die ganzen... Es gibt halt überall hier Schüler und Studenten und... Und Meister, aber irgendwie... Es ist trotz allem ein bisschen leer. Oh, Befragungsraum, da wird es ja interessant.
Der Sith-Befrager. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Dieser Mandalorianer ist zäher, als ich dachte. Was versucht ihr zu erreichen? Ich will rausfinden, wo sein Waffenlager versteckt ist. Aber bis jetzt schweigt er wie ein Grab. Wenn ich ihn zu hart anpacke, stirbt er. Bin ich zu vorsichtig, sagt er nichts. Verdammte Zwickmühle. Ich muss gehen. Okay, alles klar. Ich muss wissen, wo sein Waffenlager ist. Verdammt. Ich werde mal speichern vorher, weil ich kann ihn bestimmt jetzt auch schön foltern. Mandalorianer ist eingesperrt und kann nicht antworten. Hier ist vielleicht sein Waffenlager. Nee, auch nicht. Oh, schwere Druidenpanzerung Typ 3. Interessant. Oh. Ich glaube, den haben sie ein bisschen totgefoltert. Warte mal, dann werde ich den HK ausrüsten. Oh nee, warte. Elf Verteidigung. Die Panzerung bietet den bestmöglichen Schutz und ist schon wegen der hohen Produktionskosten einzigartig. Sie findet Verwendung beim Bau spezialisierter Killer- und Kampfdruiden. Geil. Ja? Ja, HK hat bis jetzt noch nichts von sich gegeben. Lass mich in Ruhe. Ich muss... Ja. Wie foltert ihr ihn? Mit der Konsole. Du hast verschiedene Möglichkeiten und es gibt immer eine Kombination, die funktioniert. Am wichtigsten ist, dass du den Gefangenen genau beobachtest, damit du den Fortgang einschätzen kannst. Unsere Scanner können seine Vitalfunktionen nicht aufnehmen. Warum das denn? Soll ich's versuchen? Sicher. Aber bring ihn nicht um oder versetze ihn in einen Schockzustand. Wir sollen ihn verhören, nicht hinrichten. Wenn du ihn zum Reden bringst, lege ich bei Master Uther ein gutes Wort für dich ein. Versprochen. Oh, ist das fies. Ja, er kann nicht antworten. Ist das fies. Na komm, dann speichere ich doch nochmal jetzt. So. Der redet auch Zwilek. Ja, macht aber Rettung. Ihr wollt mir verraten, wo ihr eure Waffen versteckt habt. Ah, Mist. Mann. Ich flüster mal. Wisst ihr, wie wir euch befreien könnte? Wie ich euch befreien könnte? Gepuna! Kavadumpa ku palea mukabata! Jiyoko ku dumpa ku palea! Na toll. Vertraut mir, ich helfe euch, sobald es mir möglich ist. Runda di hotonga kunhunkami. One kunbez ching palamule tunking ba. Nono dak? Okay. Ich denke drüber nach. Achuta, Wunga kunbis dulpi kikuyana. Oh Mann, ich muss das echt machen, ja? Ich mach das jetzt. Ich versetze ihn einfach in den Starrzustand. Okay, ich aktiviere das Foltergerät. Oder sprecht ihr Basic? Okay. Sag mir, wo ihr eure Waffen versteckt habt. Na gut, aktiviere das Foltergerät. Ja. Gegengift, mittlere Dosis. Drogen indizieren, um den Gefangenen in Leichenstarre zu versetzen. Oh, sehr gut. Was hast du getan? Warum hast du den Gefangenen umgebracht? Wie sollen wir jetzt rausfinden, wo das Waffenlager ist? Uther wird außer sich sein. Ha! Und ich darf jetzt die verdammte Leiche entsorgen. Du bist wirklich ein Vollidiot. Es tut mir aber leid, wie er wegrennt. Ich bin böse jetzt. Oh, Duellierzimmer. Was ist denn hier los? Okay, der kämpft gegen einen... Also, Vibro gegen Laserschwert, ich weiß nicht. Oh,
Er hat ihn fertig ge... Nee, er hat ihn umgebracht. Okay. Wenn du ein Duell willst, nur zu. Ich war sowieso gerade fertig. Alles klar. Die Gefangenen hier müssen freigelassen werden. Sei nicht albern. Das hat Yuta niemals angeordnet. Und falls doch, soll er es mir selbst sagen. Oh, wie fies. Vor allem, die quälen die ganze Zeit die Leute mit den Blitzen. Das finde ich irgendwie... Naja, ein bisschen feige. Da könnte man noch andere Sachen nutzen, wo man das... Also, man könnte die anderweitig irgendwie... irgendwelche Dummies nutzen oder so. Mein Lehrer wartet. Ja, dein Lehrer wartet, Lehrer Schmierer. Was haben wir denn hier? Schade, Kampf mit einem Gefangenen. Nein, Konsole knacken. So, Sicherheitskameras knacken. Oh, Akademie Wachtruinen umprogrammieren, damit sie ein Ziel jagen. Alter, 30 Sonden. Alle Käfige öffnen und die Gefangenen befreien. Oh, das ist fies. Ich habe leider nichts. Ach, Mist. Ich wünschte, ich könnte die befreien einfach so, aber das gibt, glaube ich, Ärger. Dann haben wir alle gegen uns. Und wenn ich die Roboter umprogrammiere, das wird wahrscheinlich auch kein Spaß. Also, für uns wird es ein Spaß, aber... Was? Ja, da! Einige Studenten, die sich Befehlen widersetzt haben, verstecken sich auf der Oberfläche. Master Uther hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Tot. Ja, das ist toll. So, Dresh, der heißt, ich bin jetzt wieder direkt vor dem Tempel. Ja, okay. Das sind die ganzen Toten. Die lassen die einfach so rumliegen, ja? Ihr seid doch Arschgeigis, du. Aber jetzt kommen wir wenigstens rein, ohne Probleme. Heieieiei. Was für Penner. Okay. Aber ich brauche ein Sith-Artefakt und ich muss die Alte irgendwie beseitigen. Oh, da schreien sie immer noch. Ja, ich weiß nicht. Hätte ich die Sonden, könnte ich die da befreien? Oder soll ich den Roboter auf die loslassen? Ich habe ja die Sonden für den Roboter. Rein theoretisch. Aber, oh, das Tal der dunklen Lords. Übrigens interessant. Also du bist ein Meister der Jedi, aber du bist ein Lord der Sith. Als hätten die so einen Adelstitel inne, nur weil sie halt echte Arschgeigen sind. Echt böse. Oh, ein Sith? Was? Nee, ein Shyrax. Shyrax. Warum so shy? Seid doch einfach fly. Und fress die Granate. Oh, das sind aber fiese Viecher. Der nächste. Sehr gut. Das war gar nicht so wild jetzt irgendwie. Komische Teile. Sehen aus wie so Fledermäuse. Oh, gut machst du das, sorry. Ich könnte ja auch den Wirbel nutzen eigentlich. Oh, da geht's in die Höhle, die Shyrax-Höhle. Zu den Höhlen. Interessant, also die Sith-Artefakte dürfen ja nicht allzu schwer zu finden sein. Wenn ich die ganzen Höhlen hier abklappere. Oh, da liegt doch schon einer. Der sieht aber auch schon ein bisschen alt aus. Ein bisschen alt und verdorrt. Ach, Shyrax. Warte mal. Ah, ich wusste doch, hier habe ich doch den Machtwirbelsturm, den Laserschwertwurf. Na komm, ich mach die erstmal fertig. Macht aber auch nicht so viel Schaden, oder? Nimm das! Na komm, wegmetzeln! Ab, ab. Na, das bringt wohl nichts. Man ist viel zu alt dafür. Oh, okay. Ja, Jolly schon. Ah, die Macht ist super. Warte mal, das macht doch das. Es macht. Die Macht macht doch das, was ich denke.
Das wirbelt ihr doch dann so rum. Genau das, was die anderen auch immer machen. Ja. Das stunt sie halt und macht Schaden dazu. Das ist eigentlich ganz praktisch. Lenk, lenk, lenk. Ja. Die haben so Rettungswürfe. Die haben zu hohe Rettungswürfe gegen meine Macht. Oder ich bin halt zu schlecht. Oh nein, jetzt habe ich Mission nicht dabei. Aber ich kann Gruppen. Oh komm, wir nehmen wieder Mission mit statt HK. So, jetzt können sie nämlich die Minen entschärfen. Oh, nein, nein. Hört ihr das? Da schreit schon wieder jemand. Was ist denn los hier mit den Leuten? Sith-Rebell. Ach, da sind sie ja, die Rebellen. So, so. Stopp! Wer auch immer ihr seid, wir werden nicht in die Akademie zurückkehren. Wir eliminieren euch, bevor wir zurückkehren. Alles gut. Zurückkehren? Wovon redet ihr? Oder ich bin hier, um euch umzubringen. Was wollt ihr also? Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu erledigen oder zurückzubringen, warum seid ihr dann hier? Sprecht! Ihr gehört zu den rebellischen Studenten, die Studenten, die davongelaufen sind? Ihr habt also von uns gehört. Ja, wir flohen, bevor uns Master Uka hinrichten konnte. Ist das so schwer zu glauben? Ich heiße Talia May. Die anderen hier und ich, wir haben uns geweigert, eine Menge unschuldiger Leute einfach so auszulöschen, weil es Master Uka gerade in den Sinn gekommen ist. Und deswegen sind wir hin. Wir dachten, dass es alles wäre, was wir uns je erträumt hatten, uns den Sith anzuschließen. Offensichtlich lagen wir falsch. Jetzt möchten wir nur noch hier heraus. Alles klar? Ihr merkt aber schon, dass das eh so... Der Verein, der tickt halt so. Das hättet ihr vorher wissen können. Vielleicht kann ich euch helfen. Uns helfen? Warum sollte ich glauben, dass das nicht irgendein übler Trick ist? Ja, gebt mir doch eine Chance und ich werde es euch beweisen. Ihr wollt uns helfen? In Ordnung, ich wüsste da einen Weg. Wie ihr euch denken könnt, sitzen wir hier in diesen Höhlen fest. Andernfalls wären wir ja schon längst abgehauen. Von den Höhlen hier führt ein Weg an die Oberfläche, doch wird er durch eine große Bestie versperrt. Wir können sie nicht besiegen. Wenn ihr sie erledigen und den Weg für uns freimachen könnt, könnten wir entkommen. Das wäre all die Hilfe, die wir benötigen. Könnt ihr das tun? Ja, okay, ich kann es versuchen. Ich glaube erst daran, wenn ich es sehe. Aber wenn ihr es schafft, wären wir dankbar. Okay. Ja, seht ihr mal. Also immer gleich umbringen ist nicht so das Richtige. Deswegen helfen wir ihnen einfach mal. Es liegt nur alles rum. Noch mehr Leichen. Ja? So. Die sammeln wir auch noch auf. Klar. Schön. Und ich glaube, da werde ich doch wieder AK mitnehmen. Wie einfach das geht. Zack, ist er wieder mit dabei. Achso, den kann ich ja gar nicht heilen. Den muss ich ja reparieren. Ah. Ja, 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 ja. Und ihr braucht... Hä? Oh, wie gut, dass das hier... Oh nein, wie gut, dass das hier drin geht. So. Wo ist jetzt die riesige Bestie, hä? Ich würde halt lieber HK mitnehmen, weil ich glaube, der ist hier ein bisschen... Ja, der ist halt ein bisschen stärker als Mission, um einiges. Wie sie alle rumschreien die ganze Zeit. Ach, was mache ich denn? Gruppenauswahl, so. Ist auch ein bisschen schwer anzuklicken, um ehrlich zu sein, ne? Da ist so kleine Buttons hier. Oh, ich glaube, das ist das Vieh. Aber das kennen wir ja schon. Gibt es denn hier nichts mit Kristallen oder so? So ein paar Kristalle für mein Laserschwert. Fände ich sehr angenehm. Weil ich habe gehört, dass es hier auf jeden Fall wieder Sachen gibt. Oh, ein Tukata. Wow. Ah, ich bin so schlecht. Ich kann diesen dummen Wirbelsturm nicht benutzen. Ja, guck, abgewehrt.
gewährt. Und Jolie macht es einfach mal so. Abgewehrt. Mal sehen, was ihr habt. Ich bin so schlecht. Die werden das die ganze Zeit ab, die Viecher. Na, ich bin halt mehr so der. Eigentlich mehr so der Bequatscher, aber ich kann mittlerweile auch einigermaßen gut kämpfen. Mal sehen, ob ich jetzt vielleicht irgendwann mal treffe. Oh, ich habe getroffen. Also, wie gesagt, das klappt mittlerweile ziemlich gut. Aua. Und ihr braucht's. Meister? Voll gut. Ja? Ja? Oh, hier noch was. Ja. Plasmamine und Kram. Was brennt denn da? Ich dachte, das sind verschiedene Körper. Lecker, lecker. So, das war die Höhle, glaube ich schon. Ja, die ist nicht besonders groß. Die abtrünnigen Sith-Schweine. Oh. Ich kann sie echt verstehen. Ich würde auch nicht für die Bande arbeiten wollen, wenn die... Die sind halt einfach nur so... Grundprinzip ist böse bei denen. Das ist der einzige Charakterzug, den man ihnen so nachsagen kann. Sie sind einfach bösartig. Mehr ist da auch nicht. Bösartig und machterfüllt. Warum ist... Die waren vorhin nicht da. Ich habe hier alles geklärt, ja. Ich versuch's nochmal. Muss ja immer noch klappen. Ah, jetzt. Siehste. Warum klappt das bei Jolie immer so gut? Jetzt bekommt ihr das. Ah, guck mal. Nicht schon wieder. Ich bekomme da die ganze Zeit Schaden. Das ist echt herrlich. So. Keine Ahnung, ob die Viecher gewandert sind. Also, warum die jetzt auf einmal hier sind. Oh, ein Terentatek. Dann hoppala die hopp. Probier's mal weiter. Auf jeden Fall macht Schaden, oder? Ne, der ist ja im Boden hoch. Oha. Solide ist immun. Merkst du selbst, ne? Oh Gott. Solide ist immun. Ja, auf jetzt. Das Vieh wirft mich ja die ganze Zeit nur zurück. Ja, ist gut, David. Aua. Ey. Du bist aber ein anstrengendes Vieh gerade, ne? So, dann kriegst du mal ein paar starke Schüsse rein. Nicht schon wieder. Das Vieh ist echt stark. Komm. Haus mal weg jetzt. Jolie geht gleich um. Ja. Sag gerade, das hätten wir ihm den Kopf abgehauen. Ja, das passt schon. Oh, da ist noch einer. Ein Wurm. Na, kommt mal mit beide. Komm. Warum kommen die jetzt auf einmal schon wieder? Ja? Och nö, greift das Vieh jetzt an. Okay, hat schon. Ja? Holz drauf. Sehr gut. Oh, hier geht aber ganz schön viele Erfahrungspunkte, ha? Huh? Ja. Ich schon wieder umfallen, Jolie, ne?
So schön ins Kreuz hauen. Das tat weh! Jawoll! Oh, jetzt ist aber auch mal gut hier mit den Kämpfen, oder? War's das jetzt? Haben wir jetzt freigeräumt? So, kommt mal kurz zusammen. Ich hoffe, gleich hat er wieder genug Macht für den nächsten... für die nächste Heilung. Jetzt. Meister? Ja? Perfekt. Ach, die Heilung ist halt echt so das Beste für Jedi, finde ich. Oh Gott, diese Schreie. Was ist denn hier los? Oh, Durons Tagebuch und Kelt Romas Robe. Ich habe bei einer Quell gesagt, aber es ist ja nur ein Kuh. So, die Kashyyyk-Sternenkarte. Nee, wollte ich nicht. Durons Tagebuch. Dieses Datapad scheint das persönliche Tagebuch des Jedi Duron Kelt Roma zu sein. Der letzte Eintrag erklärt, was er auf diesem Planeten wollte. Korriban war mein Traum und mein Albtraum zugleich. Hier fühle ich die Macht der dunklen Seite und spüre, dass ich einige Terren Tatek an diesem verfluchten oder verruchten Ort aufhalten. Sheila und ich haben beschlossen, weiter in das Tal der Sith Lords vorzudringen, um diese Kreaturen zu finden. Ich wünschte nur, dass Goon Hahn noch bei uns wäre. Warum konnte er nicht einfach akzeptieren, dass Sheila und ich uns lieben? Er behauptet, dass uns die Leidenschaft auf die dunkle Seite führt. Dabei erkennt er selbst nicht, wie ihn sein eigener Stolz und seine Arroganz vom Weg des Lichts abbringen. Vielleicht ist es gut, dass er uns verlassen hat. Obwohl die Terren Tatek sehr gefährlich sind, bin ich überzeugt, dass Sheila und ich sie auch ohne seine Hilfe besiegen könnten. Ja. Ist wohl nicht so ganz gelungen. Oh, 5! Weisheit 2. Alter Schwede. Beschränkung helle Seite. Das ist ganz schön heftig. Vielleicht sollte ich das doch vielleicht... ich weiß nicht. Mache ich auch ein bisschen weniger Schaden, oder? Oh, warte. Nee, eigentlich gar nicht. Die hat ein bisschen weniger Rüstung. 2, aber... ich treffe dadurch nicht schlechter. Oh, lass ich immer an, oder? Erstmal so schön die Kleidung von dem Toten anziehen, der da rumliegt. Irgendwo. Zeremonienpanzer der Massassi. Und 900 Credits. Ja. Also sage ich doch nicht nein. Ja, krass. Und das merkt jetzt natürlich auch keiner von denen. Ich kann die ganze Zeit mit der Robe rumrennen, werde ich, und die Sith, die sagen gar nichts. Also ich meine, wenn das schon steht, helle Seite only, dann sollte das vielleicht auch so sein, aber... aber hey, ich kann wieder Blitze schießen, ist das nicht toll? Ja. Ja, gut, dafür habe ich jetzt die Robe halt aufgegeben. Ah, dieser Höhlenausgang führt zur unwirtlichen Oberfläche des Planeten. Das ist eine Sackgasse. Beziehungsweise ist es ein Weg für die Sith-Schüler, um zu entkommen, natürlich. Das ist doch fein. Dann gehe ich denen mal Bescheid geben und dann bin ich auch gleich wieder raus aus der Höhle. Oh, also ich mag Korriban irgendwie total gerne. Die Atmosphäre hier ist halt einfach nur fies und richtig, richtig böse alles. Die ganzen Viecher hier sind böse, die ganzen Sith und die Chaka sowieso. Wahrscheinlich ist die Chaka Corporation noch schlimmer als die Sith. Ach, und? Herrlich. Gibt es Neuigkeiten? Ist der Weg frei? Ja, komm. Der Weg ist frei, ihr könnt jetzt gehen. Ist der Weg frei? Können wir gehen? Ich danke ja. euch. Das, ich hätte einfach nicht mit Hilfe von einem Mitglied der Akademie gerechnet. Ich schätze, wir sind nicht die Einzigen, die nicht ganz einverstanden sind, wie die Dinge in der Akademie ablaufen. Vielleicht werden wir ja von den Jedi akzeptiert. Ich habe gesehen, wie böse die dunkle Seite tatsächlich ist. Ich könnte es versuchen. Auf jeden Fall danke ich euch erneut. Ihr habt unsere Leben gerettet. Das ist ja nett. Ja, finde ich ganz nett. Vor allem, wir bekehren jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche anderen bösen Sith. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen sollen. Finde ich witzig, dass das halt also... ich weiß, wie gesagt, schon gar nicht mehr, was man hier noch alles machen kann. Aber bisher haben wir jetzt wirklich nur Gutes getan. Naja, so mehr oder weniger. Ich meine, wenn der Mandalorianer Pech hat aus der Folterkammer, wird er vielleicht auch drauf gehen. Aber ich meine, besser das, als wenn er jetzt weiter gefoltert wird, oder? Für ihn. Vielleicht steht er ja auch drauf. Ich weiß nicht, was Mandalorianer so mögen.
Ah, daran erinnere ich mich jetzt wieder. Das sieht total geil aus hier. Das ist total geil. Das sind die Grabkammern jetzt der dunklen Lords. Duck Wesser. Wo ist er denn? Also die andere da. Hallo. Hallo. Ich glaube, euch habe ich an der Akademie noch nie gesehen. Seid ihr hier, um die Ruinen zu untersuchen? Ja, ich will die Urinen untersuchen. Wer seid ihr? Ich heiße Duck Fässer. Ich bin verantwortlich für die Ruinen im Tal, wie ihr seht. Wir legen seit vielen Monaten diese Gräber frei. Master Uther erlaubt uns nicht, mit Lasern oder Sonics zu graben. Wir müssen alles von Hand freischaufeln, damit wir nicht aus Versehen irgendwas kaputt machen. Dadurch kommen wir allerdings nur sehr langsam voran. Ja, okay. Was könnt ihr mir über die Ruinen sagen? Nun, es sieht so aus, als hätten die Sith vor langer Zeit auf Korriban gelebt. Es gab hier eine Festung, die irgendwann zerstört wurde, bevor die Sith den Planeten völlig aufgaben. Warum sie fortgingen, wissen wir nicht. Vielleicht haben die Jedi sie verjagt. Dieses Tal mit den Gräbern ist der einzige Teil der Festung, der noch halbwegs unversehrt war. Okay. Habt ihr irgendwelche ungewöhnlichen Funde gemacht? Einiges. Das meiste von dem interessanten Zeug ist noch in den Gräbern, aber Master Uther will lieber, dass die Studenten sie erforschen. Sozusagen als eine Herausforderung. Im Laufe der Zeit werden sie dann wahrscheinlich ungefährlich genug sein, dass auch wir sie betreten können. Aber bis dahin können wir nur das Tal Stück für Stück umgraben. Ich find's lustig, dass die ganzen Studenten die Fallen jetzt mehr oder weniger entschärfen sollen und wahrscheinlich auch massenweise dabei draufgehen. Die Gräber sind gefährlich. Und wie? Die meisten der Studenten, die da reingehen, kommen erst gar nicht mehr raus. Aber genau so will es ja Master Uther. Mhm. Und dann sind die Sith trotzdem die mächtigsten im Universum und löschen die Jedi fast aus. Naja gut, ich muss gehen. In Ordnung. Seid nur vorsichtig, wenn ihr in eines der Gräber reingeht. Oh, mein Freund, ich gehe in alle Gräber rein. Aber das machen wir nächstes Mal. Bis dahin danke ich euch sehr fürs Zusehen. Es war mir ein Fest. Wir sehen uns hoffentlich wieder zu KOTOR. Macht es gut. Tschüss.